Oh, jetzt sprechen wir mit Herbert Rösch, Inhaber des Maugernäschtle und Mitorganisator der Sommerinsel. Herr Rösch, wie lange dauert die Organisation einer Sommerinsel? Gut, das ist natürlich schwer zu sagen, aber die heiße Zeit, denke ich mal, sind 5, 6, 7 Monate, die wir im Vorlauf brauchen, damit wir alle organisatorischen Dinge vorbereiten können. Früher war das natürlich ein bisschen mehr, aber manche Dinge haben sich jetzt durch die Routine natürlich verkürzt, aber ein halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr kann man sagen, ja. Und wie kriegen Sie das vereinbart mit Ihrem normalen Betrieb? Ja gut, Sie wissen sicherlich, ich habe einen großen Betrieb mit einer schönen Gartenterrasse mit Blick auf Tübingen. Und das in der Sommerzeit mit 120 Sitzplätzen, wenn Sie sich vorstellen, ist gerade hier bei so einem tollen Wetter wirklich auch der Bär los. Ja. Ist manchmal schwierig und meine Mitarbeiter sind das stark gefordert, aber bis jetzt haben wir es immer gut gemanagt und hat alles gut geklappt. Und was bedeutet die Sommerinsel für Sie und für Ihren Betrieb, fürs Restaurant Maugernäschtle? Ja, zum einen ist es natürlich so, das ist eine tolle Werbeplattform für uns alle. Nicht nur für meinen Betrieb, sondern auch für die anderen Kollegen hier. Wir sind präsent, wir vertreten die Stadt im gastronomischen Bereich nach außen hin. Das ist das einzige wirklich kulinarische Highlight in Tübingen, was es gibt. Es gibt natürlich andere Veranstaltungen, aber die haben andere Zielrichtungen. Aber kulinarisch betrachtet ist eigentlich das hier wirklich das Sommerevent für Tübingen. Und da kann sich jeder so präsentieren, wie er denkt, wie sein Haus repräsentiert sein muss. Und ja, das ist eine schöne Sache für uns alle. Und gerade mit den anderen Betrieben, die ja auch eigentlich Konkurrenten sind, wie läuft da die Zusammenarbeit Hallo, im Vorfeld? Ich bin gerade hier unterwegs. Darf ich ganz kurz stören? Natürlich, immer. Ich will mittrinken. Immer gerne. Also ich trinke auch mit. Einer kostet für Sie, der Rest trinkt sich auch. Also, Pflaume oder was trinkst du? Mit Pflaume. Also das sind natürlich auch die schönen Dinge, die hier so manchmal passieren. Ja, natürlich. Der letzte Aufschrei des Mannes hier am Schluss auf der Sommerinsel. Ja, genau. Wunderbar. Jetzt geht's eben dagegen. Langsam geht's dagegen. Ja. Der Hafen der Ehe, der nächste ist ja auf der Sommerinsel mit der Frau im Liegestuhl hier drüben. Wunderbar. So ganz langsam. Sehr schön. Einer zahlen wir, oder? Wir zahlen zwei. Zwei. Auf jeden Fall. Was kriegen Sie denn? Ich weiß nicht, ob ich Geld in der Tasche habe. Haben wir 2 Euro. So viel? Zwei Stück, 2 Euro. Das ist aber schwäbisch. Hey. Ah, ja, immer. Viel Spaß noch. Ja. Jungs, lasst euch gefallen. Wollen wir gleich trinken, vor dem Fernseher. Vor dem Fernseher machen wir das auch noch. Dankeschön. Zum Wohl. Fürchterlich gut. Immer. Dankeschön. Alles klar. Viel Spaß noch, gell? Gut. Die waren okay drauf, ja? Letzte Abend in Freiheit sozusagen. Okay, wo wir auch stehen blieben. Bei der Zusammenarbeit. Ja gut, die Zusammenarbeit, wir haben vor 7 Jahren die Tügasch gegründet. Eine etwas ungewöhnliche Konstellation. Weil normalerweise Mitwettbewerber nicht sich zusammenschließen, aber wir dachten, für Tübingen ist es eine sehr attraktive Plattform, uns gemeinsam nach außen hin zu vertreten. Und wir sind 11 Mitgliedsbetriebe in der Tügasch insgesamt derzeit. Wir waren schon mehr, aber es gibt aufgrund der wirtschaftlichen Situation Schwierigkeiten bei dem einen oder anderen. Aber Sie sehen hier, die Zusammenarbeit läuft perfekt. Ja, jeder strengt sich an, trägt zum gemeinsamen Projekt bei. Jeder hat seine Aufgaben und ich denke, das ist mal ein gutes Zeichen, weil sonst kriegt man so eine Veranstaltung, wenn man hier einen Blick drüber schweifen lässt, ja nicht so hin, weil die Leute sind zufrieden. An jedem Stand kann man was holen, man kann sich zusammensetzen und ich denke, das ist für die Tügasch eine gute Plattform, sich zu präsentieren und für jeden einzelnen Kollegen natürlich mit. Und jetzt zum 7. Mal die Sommerinsel, ist das jedes Mal für Sie was Neues oder ist da schon so eine gewisse Routine eingekehrt? Na gut, manche Dinge sind natürlich Routine, das ist keine Frage. Aber wir haben jedes Jahr neue Produkte auf der Karte. Es soll ja auch nicht langweilig werden. Es muss ja nicht so sein, dass man immer das Gleiche bekommt. Wir haben unsere Highlight-Produkte, das ist keine Frage, weil zur Sommerinsel gehören natürlich ein paar Dinge wie Garnelen oder unsere hausgemachte Paella. Das sind Dinge, die wir immer haben, die auch stark nachgefragt werden. Aber wir haben unsere schwäbischen Produkte, die wir bei uns im Betrieb haben, eigentlich genauso. Wir haben unsere Spezialitäten-Maultaschen, ja, zum Beispiel die Maultaschen eigenkreiert Halali mit einer speziellen Füllung und mit Pfifferlingen und Kräuterseitlingen. Das sind Dinge, die wir hier präsentieren, um unser Haus vorzustellen. Oder unser Spanferkelbraten, der wird natürlich gerne gegessen, weil unsere Gäste ja auch zu Hause wissen, was sie daran haben und kommen auch gerne hierher, das hier zu essen.
Und ein Blick in die Zukunft, was wünschen Sie sich für die Sommerinsel 2010? Ja, für die Sommerinsel 2010 natürlich wie immer gutes Wetter. Das ist das Erste. Wir werden nächstes Jahr ein bisschen den Termin nach vorne legen, weil wir ein bisschen Anrufe bekommen haben, dass es in der Ferienzeit ist und die Leute möchten das gerne noch mitnehmen. Ich denke, das werden wir anregen, dass wir diesen Termin bekommen, aber der Platz ist heute voll. Ich denke mal, viele sind zu Hause geblieben oder gehen erst ein bisschen später in Urlaub. Allen können wir es nicht recht machen, aber wir freuen uns natürlich über jeden Gast, der kommt. Ja, und wenn wir schönes Wetter haben und nächstes Jahr haben wir ja auch noch die WM vor der Tür, wenn das alles gut zusammenpasst, dann wird es insgesamt ein toller Sommer für Tübingen. Und ich denke, am Anlagensee, wenn wir diese Dinge hier realisieren, wird das auch sehr, sehr schön. Gut. Okay, noch eine letzte Frage habe ich. Was würden Sie mir für einen Geheimtipp geben, was ich unbedingt probieren muss? Ja gut, wir sind natürlich hier jetzt als Betrieb bekannt für unsere schwäbischen Sachen, aber wir haben unser Highlight-Produkt, ist sicherlich die Paella, weil ich ein Spanien-Fan bin und ich das liebe. Und die Paella ist so eine Geschichte, die eigentlich im Sommer dazugehört. Und wenn man an dem schönen Anlagensee hier ist und das Sommerfeeling hat, dann ist die Paella wirklich das Produkt, das ich jedem empfehlen kann. Wow, das sieht ja köstlich aus. Großartig. Und es riecht Wahnsinn, nicht schlecht. Das ist glatt zum Reinbeißen. Ja, das werde ich jetzt auch tun. Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Besteck? Das brauchen wir. Das köstlich, riecht gut. Ja, es geht wahnsinnig. Guten Appetit. Vielen Dank. Ui, wir fangen hier an. Ein bisschen die Limette dazu, ein bisschen Säure dazu kommt, das schmeckt dann immer ganz, ganz gut.